Heute bei Aussitzen Deluxe, die Gruppe Anti-Romaismus aus Dresden zu Gast im Podcast über die rechten Hören aus Kassel. Präsentiert von der Kosmotik. Moin, ich bin Jannis. Und ich bin Joe. Von Nach dem Rechten Sehen Kassel. Dabei handelt es sich um ein politisch-kulturelles Festival, das versucht, über rechte Tendenzen aller Art in der Gesellschaft aufzuklären, dafür zu sensibilisieren und diese einzuordnen. Eben dazu soll auch dieser Podcast dienen. Für diese Episode unseres Podcasts haben wir uns mit Clemens zusammengesetzt, der für den Sächsischen Flüchtlingsrat gearbeitet hat. Während seiner Zeit dort wurden viele seiner Klientinnen abgeschoben. Gemeinsam mit einer Gruppe von engagierten Menschen hat er sich unter anderem in Serbien auf die Suche nach diesen sogenannten Rückkehrerinnen gemacht, um ihnen die Chance zu geben, die Geschichte ihrer Abschiebung zu erzählen, von ihrem früheren Leben in Deutschland zu berichten und ihrer Verzweiflung über ihre aktuelle Situation Ausdruck zu verleihen. Es handelt sich nicht um einen Bericht einiger Einzelschicksale, sondern um eine Dokumentation der prekären Lage vieler Menschen, die in sogenannte sichere Herkunftsländer abgeschoben werden. Von Armut und Diskriminierung ist dabei insbesondere die Gruppe der Roma betroffen, um die es im Folgenden gehen wird. Aufgrund der Länge des Materials haben wir uns dazu entschieden, diese Episode in zwei Kapitel zu teilen. Im ersten Kapitel sprachen wir mit Clemens über die Geschichte der Roma, rechtliche Fragen zum Abschiebeverfahren und hörten Berichte von Menschen, die abgeschoben wurden. Im nun folgenden zweiten Kapitel wollen wir uns dem Leben dieser Menschen nach der Abschiebung zuwenden. Dabei werden sowohl die Betroffenen zu Wort kommen, als auch eine Mitarbeiterin der Caritas in Serbien, die diese Menschen betreut. Okay, vielleicht lassen wir an der Stelle das Thema Abschiebung vorerst hinter uns. Einige drastische Beispiele hast du jetzt auf jeden Fall erzählen können. Vielleicht versuchen wir uns jetzt mal ein bisschen der Frage zuzuwenden, wie das Leben vor Ort ist. Denn du hast uns ja noch jemand anderes mitgebracht, neben Luca, der später nochmal über seine momentane Situation in Serbien erzählen wird. Jetzt kommt aber erstmal Ivanka zu Wort und vielleicht erzählst du einfach ein bisschen was zu ihrer Geschichte. Ivanka haben wir auch kennengelernt auf unserer letzten Reise. Ist auch noch ein sehr frischer Bericht von ihr, nicht minder dramatisch wie der von Luca. Ist eine junge Frau mit einer kleinen Tochter. Ivanka wurde in einem EU-Staat geboren, hätte dort rein theoretisch auch Papiere bekommen können, aber wieder mal Kinder haften für ihre Eltern. Das wurde nicht realisiert von ihren Eltern. Litt dort unter schlimmster häuslicher Gewalt mit ihrer Mutter auch zusammen. Und sie sind dann zusammen vor ihrem Vater nach Deutschland geflohen, weil die Situation so unerträglich war. Logischerweise liegt es nahe, dass sie dadurch auch eine Depression entwickelt hat, beziehungsweise psychische Probleme arge zurzeit hat. Aber die Flucht in Deutschland hat ihr insofern leider nichts genützt, dass sie nach 4 Jahren in Deutschland dennoch ebenso wieder selber nach Serbien abgeschoben wurde, wo sie ebenfalls noch nie war, noch nie zuvor, die serbische Sprache auch vorher nicht wirklich sprach und spricht und ihre Geschichte Deutschland nicht ausgereicht hat, ihr ein neues Zuhause zu bieten, wo sie gegebenenfalls Frieden findet. Nein, man schickt sie ebenfalls in die Existenzlosigkeit. Das vielleicht zum Hintergrund von Ivanka, die ihr jetzt hören werdet. Vielleicht muss man vorher noch kurz sagen, dass die Tonqualität nicht so gut ist. Vielleicht erklärst du kurz, warum. Ja, wir haben sie getroffen. Es schließt sich vielleicht auch an die Frage an, wie wir Luca getroffen haben. In ähnlichem Zustand haben wir Ivanka getroffen. Auch dem geschuldet, dass sie das genauso wenig einordnen kann und grundsätzlich eher unter Depressionen litt und leidet. Und wir deswegen auch unbedingt mit ihr raus mussten, um in Bewegung zu kommen, um überhaupt ins Gespräch mit ihr zu kommen. Deswegen gibt es diverse Hintergrundgeräusche. Wir waren mit Kinderwagen unterwegs wegen ihrer kleinen Tochter. Die bitte ich zu entschuldigen. Dafür ist der inhaltliche Part hoffentlich umso eindrücklicher, den wir da gewinnen konnten. Ich frage mir, die Problem ist, warum haben wir abgeschoben? Ja. Aber meine Tochter hat keine Geburtsurkunde. Nee. Die brauchen wir aus Deutschland, oder? Ist in Deutschland ja. Geboren, ja? Ja, ja. Ja. Ich kann gar nichts machen. Und die Abschiebung war direkt dann aus dem Camp und... Ja. Um 2 Uhr ist bekommen bei mir die Polizei. Und wie war die Polizei? Waren die nett wenigstens, oder...
Waren die robust? Brav? Eine war Duse und ja. Eine, die Frau war okay. Und warum? Warum ich habe zu viel geweint. Hm. Und die Polizei hat gesagt, du musst sofort machen, deine aus Klamotten. Hm. Und kommen mit. Und mein Mann, ich habe gar nichts mitgemacht. Hm. Alles die Vater von mir, meine Tochter hat alles Klamotten gemacht sofort. Und er war noch dann mit, er wurde mit abgeschoben. Ja. Ja. Ich war abgeschoben sofort in Belgrad und in Mazedonien. Ach so, er wurde nach Mazedonien? Ja, ja. Nein. Und dann ich war ein Problem mit er. Er hat mir geschlagen. Hm. Ich war bei der Polizei, aber Polizei, ich habe gesagt, er wohnt in Mazedonien. Hm. Die Polizei hat gesagt, ich kann gar nichts machen. Hm. Warum er wohnt in Mazedonien? Die Polizei hier geht nicht. Die haben dich wieder weggeschickt, oder? Ja. Wirklich, wenn ich mit mir komme hier, ich bin wirklich zu viel depressive, zu viel Stress. Ich gehe nur ins Zentrum. Wie sagt das? Ich gucke jetzt sowas zu essen. Ja. Und ich komme noch mal zu Hause. Immer so. Das heißt, du kennst hier wirklich in ganz Serbien, in ganz Jugoslawien einfach gar niemanden? Niemand. Wie viel Geld habt ihr? Wir bekommen hier gar nichts. Gar nichts, ja. Gar nichts. Wirklich. Ja. Ich komme hier. Ich habe immer zum Sozial, wie eine Sozialfehler. Mhm. Immer von brauchen Geld. Ja. Er sagt mir, du kannst hier kommen und einfach so brauchen Geld. Und einmal hat er mir nur gegeben 30 Euro für alles Monat. 30 Euro. Ich muss von meiner Tochter Pampers kaufen, für Essen und alles diese. Und ich habe nur zweimal gegangen und er hat mir gesagt, du kannst nicht mehr herkommen. Und ich habe nie mal gegangen mehr. Ja, wieder zurück im Podcast. Vielleicht allererste Frage, wovon leben die Leute? Also wenn ich das richtig verstanden habe, gab es erstmal keine Unterstützung, dann einmal vom Sozialamt 30 Euro für den ganzen Monat. Wie viel ist das in serbischen Dinar? 30 Euro sind umgerechnet 3.500 serbische Dinar, was auch immer das jetzt einem sagen soll. Vielleicht um das einzuordnen, die Kosten vor Ort sind tatsächlich zum Teil sogar höher als hier. Es ist im ganzen Balkan ein Phänomen, dass die eigene Wirtschaft so brach liegt, dass alles importiert werden muss oder vieles. Bei ihr war es tatsächlich so, dass sie 30 Euro einmalig bekommen hat. Eigentlich würde ihr ungefähr mit Kind, das ist ein bisschen abhängig, wie die Behörden gerade Lust haben, so Pi mal Daumen 80 bis 100 Euro zur Verfügung stehen an Sozialhilfe monatlich. Da aber ihr Kind, wie durchgekommen ist, ohne Geburtsurkunde abgeschoben wurde und deswegen ebenfalls papierlos ist, argumentiert in ihrem Falle das Sozialamt, nee, du kriegst gar nichts, weil du irgendwie ein Kind hast, was keine Papiere hast, du kannst nicht nachweisen, dass es serbischer Staatsbürger ist, also wirst du uns grundsätzlich in das Licht führen und deswegen kriegst du ja erstmal nichts. Sie wurde tatsächlich einmal mit 30 Euro abgewiesen und danach ist sie noch 3-4 Mal fragen gegangen, ob sie wenigstens ihre Sozialhilfe bekommt, sie bekommt gar nichts. Einfach aus dem Vorbehalt, deine Tochter hat keine Papiere. Dann nochmal die Frage, wovon leben die Leute? Also wie geht das? Das ist tatsächlich in ihrem Falle und ebenfalls ist das bei Luca so, der genauso wenig Sozialhilfe bekommt, würde er selber noch was dazu sagen. Ja, funktioniert das gerade über Spenden aus Deutschland, über Unterstützerinnenkreise bzw. alte Freundinnen. Das kommt ganz auf den Kontext drauf an. Ansonsten ist man
auf jeden Fall auf sich allein gestellt. Manchmal gibt es Hilfen vor Ort von Nachbarn, die sich einschalten und das Leid selbst nicht ertragen können. Aber die Potenz an monetären Mitteln der Nachbarn ist natürlich auch begrenzt. Deswegen ist es tatsächlich ein kleines Glücksspiel, wovon man dann tatsächlich leben muss und kann. Vielleicht nochmal eine kurze Frage, bevor wir uns der allgemeinen Situation der Leute, die dort leben, der Abgeschobenen zuwenden. Du meintest das gerade auch, und das haben wir auch im Beitrag gehört, das Kind hat keine Geburtsurkunde. Ist das nicht irgendwie dann auch der Fehler, der sich fortsetzt? Also Ivanka selbst hat keine Geburtsurkunde, weil sich die Leute, die Eltern nicht drum gekümmert haben. Oder welche Gründe auch immer es jetzt da jetzt konkret gab. Jetzt geht es ihrem Kind genauso und setzt sich das dann nicht darin fort? Absolut, das ist ein massives, massenweises Problem, was man vor Ort an jeder Ecke findet. Kinder, die ohne Geburtsurkunde abgeschoben wurden und deswegen faktisch in die Staatenlosigkeit wiederum abgeschoben werden. Also es ist A, perfekte Grundlage für zirkuläre Migration, wo man natürlich die nächste Generation fleißig heranzüchtet durch Abschiebung in die Papierlosigkeit, dass die Leute wieder sich keine Perspektive aufbauen können. Vererbte Migration ist quasi. Sozusagen vererbte Armut, vererbte Papierlosigkeit. Ja, das sozusagen von deutscher Seite aus gesehen die Ursache für Staatenlosigkeit. Und gleichzeitig ist auf serbischer Seite, wir hatten da einmal das Vergnügen, in Anführungszeichen, jemanden mit zu Behördengängen zu begleiten, einen kleinen Jungen mit Behinderung, der ebenfalls keine Anmeldung hatte, keine medizinische Versorgung, die er dringend benötigte. Und das sind einerseits einhellige Erzählungen und andererseits auch dann unsere Erfahrung ganz oft, dass die Leute, wenn sie dann zu Behörden gehen, vor allem die Gruppe der Rom, ganz im Gegenteil als willkommen gehießen werden, sondern in der Regel Abweisung erfahren und natürlich die Behördenmitarbeiterinnen und auch von staatlicher Seite aus weiter oben null Interesse haben daran, den Leuten irgendwie gültige Papiere zu verschaffen oder sie aus dieser auswegslosen Situation herauszuholen. Das sind so die beiden Seiten, die da jeweils in meinen Augen auch einfach Schuld haben und Verantwortung tragen für die Situation der Leute, für die sie in vielen, vielen, vielen Fällen eigentlich faktisch gar nichts können. Du hattest das erwähnt, sie ist in Verhältnissen aufgewachsen, in denen sie häusliche Gewalt erfahren hat. Die hat sich dann auch durchgezogen. Sie hätte ja erzählt, ihr Freund hätte sie geschlagen. Der Polizei war das faktisch egal. Da nochmal zum Hintergrund, wenn das vielleicht nicht ganz durchgedrungen ist. Hier haben wir wieder ein bestes Beispiel für Familientrennung bei Abschiebungen. Sie wurde mit ihrem Freund und dem Kind zusammen abgeschoben, allerdings nicht ins gleiche Land, sondern es ging erstmal nach Serbien. Dort durfte sie mit ihrer Tochter aussteigen und ihr Freund, Kindesvater, blieb im Flugzeug sitzen und wurde weiter nach Mazedonien abgeschoben. Er hat sich dann in Bewegung gesetzt und ist dann sozusagen illegal zu ihr gekommen und hat sie vor Ort ebenfalls geschlagen. Daraufhin ist sie zur Polizei gegangen und wurde dort abgewiesen, weil er mazedonischer Staatsbürger sei und die Polizei deswegen nichts machen könnte. Und das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel für, wie arbeitet Polizei vor Ort in wahrscheinlich dem ganzen Balkan. Es sind hochkorrupte Strukturen, Polizei ist schlecht bezahlt, hat wenig Interesse, sich im Sinne eines Schutzauftrages für die Leute einzusetzen. Und es findet vor allem keine Beachtung, wenn die Leute vor Ort in Deutschland in ihrem Interview über ihre Fluchtgründe reden und beispielsweise von einer Mafia verfolgt werden oder dramatischste Erfahrungen gemacht haben und immer wieder darauf verwiesen wird, na, es gibt ja eine Polizeistruktur vor Ort, auf die ihr zurückgreifen könnt. Geht erstmal dorthin, sucht euch Schutz bei der Polizei und erst wenn ihr uns nachweisen könnt, dass die das nicht gemacht haben, dann könnten wir mal drüber nachdenken, euch gegebenenfalls Asyl zuzusprechen. Also das zieht sich durch ganz viele Geschichten durch, dass Leute richtig, richtig Angst haben, zurückzugehen, weil sie keinen Schutz finden von irgendeiner Art staatlicher Seite und Deutschland das aber einfach komplett in Frage stellt und sagt, nö, hab doch eine funktionierende Polizei. Die einzelnen Instanzen wollen auch nichts miteinander zu tun haben. Also man ist froh darüber, wenn das die Aufgabe der anderen ist. Also das ist auch etwas, was sich einfach die ganze Zeit halt durchhält in Bezug auf dieses Thema. Absolut. Ja. Vielleicht kommen wir jetzt zum zweiten Teil eures Interviews mit Ivanka, das ihr dann auch in der Wohnung aufgenommen habt, was der Tonqualität auf jeden Fall zuträglich war. Willst du vorher noch mal was dazu sagen?
Ja, vielleicht um das einzuordnen, damit ihr Hörerinnen da draußen auch das Interview ein bisschen einordnen können. Sie erzählt auch unter anderem, wie es ihr grundsätzlich gerade geht, um ihre Isolation und Depression und den Fakt auf die Frage, wie es ist, auf der Straße zu leben als Frau. Bei ihr der Punkt, nach der Abschiebung stand sie in Belgrad am Flughafen und niemand war zur Stelle. Sie hat keine Hilfe gefunden und musste mit ihrer kleinen Tochter eine Woche auf der Straße leben. Und davon berichtet sie. Gut, dann lassen wir sie das erzählen. Gut, für ich habe diese Torte wirklich. Warum ich fahre ich hier alleine? Gehst du raus, wenn es dunkel ist? Nein, ich habe Angst. Ich gehe nur um 1 Uhr, 2 Uhr und ich bin da eine Stunde und ich komme nochmal zurück. Aber wann es dunkel ist, ich habe Angst. Ich gehe nichts raus. Wovor hast du Angst? Wie? Wovor hast du Angst? Also warum hast du Angst? Ja, immer. Aber wovor? Ich weiß nicht, aber das kommt von mir. Ich war immer so. Wie schafft man das auf der Straße mit einem kleinen Kind? Was macht man den ganzen Tag? Ist immer oder laufen immer. Oder mit gibt wie eine Tasche in den Arm und suchen von alles Leute Geld oder sowas essen. Also betteln. Ja. Ja. Und geben die Leute euch Geld? Nein. Gar nichts? Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Die Frau spricht und dann sagt zum Beispiel ein Element, sie sagt, wollen die da Bock, die da was retten, damit ich nicht in Kokodinar. Die Mann, sie sprechen und die Mann, sie macht weg. Sie geht weg. Und wo habt ihr euch gewaschen zum Beispiel? Habt ihr euch zum Beispiel gewaschen? Im Bahnhof oder? Nein, ich habe nicht gewaschen. Du. Ich muss gucken, meine Klamotten, wie war. Wie waren die? Wirklich zu viel. Nicht gut. Dreckig? Ja. Und Medina, wie hast du die gewaschen? Dann meine Freundin hat auch Klamotten von meinem Baby gegeben. Von seinen Nippen. Ja. Hat mir wirklich geholfen. Ja. Und sie war nur 16 Jahre. Echt? Ja. Ich war mit sie in Deutschland, wie ich habe gesagt, 2 Jahre haben wir ein bisschen. Ja, so viel von Ivanka und ihrer kleinen Tochter, die auch lautstark vertreten war. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass die einzige Person, die ihr in dieser schweren Zeit auf der Straße geholfen hat, ein 16-jähriges Mädchen war? Tatsächlich, ja. Dazu werden wir auch später über Jelena und Luca noch ein wenig hören, wie so das Unterstützungssystem vor Ort, auf das Menschen vor Ort zugreifen können, funktioniert. Und da kann man einfach grundsätzlich sagen, gar nicht. Vor allem von staatlicher Seite aus interessiert es einfach auch keinen vor Ort, ob da eine 20-jährige Frau mit ihrer kleinen Tochter auf der Straße lebt und bettelt oder nicht. Da gibt es kein Auffangnetz, nix. Und so dramatisch wie das klingt, muss man das jetzt einfach in meinen Augen auch dastehen lassen. Da gibt es wenig schön zu reden. Und ich finde das Beispiel, dass die 16-jährige Freundin von ihr, die ebenfalls abgeschoben wurde, die einzige ist, die ihr dann Hilfe zukommen lässt und sich vor allem auch ein bisschen mit um die kleine Tochter kümmert und dass sie wenigstens ab und zu mal eine saubere Windel bekommt, beschreibt umfassend, denke ich, was den Leuten vor Ort geboten wird, nämlich nichts. Sie sagt, sie hat Angst und sagt dann, dass es kommt von innen, sie spricht da von ihrer Depression. Ja. Wobei man sich natürlich auch denken kann, dass wenn man ohne die Sprache zu beherrschen in ein Land geschickt wird, in dem man niemals war, dass es durchaus auch soziale Ängste auslösen kann. Und in der man sowieso auch die ganze Zeit, egal welche Strukturen man da abzurufen versucht, immer wieder abgewiesen wird.
Ja, und es ist vor allem auch nochmal eine eigene, besonders vulnerable Gruppe, wo man einfach sieht, okay, junge, alleinstehende Frauen sind durchaus mehr gefährdet als beispielsweise alleinstehende Männer. Ohne dazu sagen, dass es denen unbedingt besser geht. Allerdings, das Gefährdungsniveau ist wesentlich höher. Wir kennen auch Berichte von Menschenhandel oder dass Frauen sich bewusst selbst verkaufen lassen oder mit dem Gedanken zumindest spielen. Das sind keine Ausnahmen, leider, leider. Das ist das, wozu die Situation die Leute zwingt und drängt. Bevor man gar nichts hat, verkauft man sich lieber. Ja, natürlich. Also für junge Frauen ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Ich würde jetzt trotzdem im Anschluss nochmal Luca zu Wort kommen lassen, der über seine momentane Situation spricht und uns wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Erhellende über die Situation vor Ort halt erzählen kann. Okay, also bist du dann zu dem Bekannten sozusagen? Ja, genau. Ja. Da konnte ich 2 Wochen leben, aber nur, ja, das geht auch nur, wenn du Geld hast. So, jeder hier in Serbien ist, jeder zu dir nicht. Die wissen ganz genau, die können irgendwann mal von dir profitieren. Die wissen auch ganz genau, irgendwann bist du wieder in Deutschland, dann rufen sie dich an und fragen dich, wie geht's dir und so weiter. Und dann gehen sie davon aus, dass du von Deutschland aus dann ihnen Geld schicken tust. Also ohne Hintergedanke hilft dir ja keiner. Genau. Und solange du Geld hast, bist du Beste. Genau. Weil jeder denkt, du bist Deutscher und die Polizisten, wie ich mitbekommen habe, haben auch einige gefragt, so, wo abgeschoben worden sind, ja, wo ist dein Geld, wo ist dein Ersparnis und so weiter. So, dann, ja, also hier hat man keine Freunde. Yeah. Und die Leute, wo jetzt, sag ich mal, wie wir, ja, das Stärkere überlebt halt. Da wird halt, einer oder andere, die ziehen uns gegenseitig ab. Also, ja, ich halte mich halt da raus. Ich bin halt mehr oder weniger allein unterwegs, aber ja. Ich habe jetzt mal 2, 3 Leute kennengelernt. Ja, sobald du jemanden hier kennenlernen tust, der länger als 2 Jahre hier ist, der ist schon am Arsch. Ja, da ist die Hoffnung aufgegeben worden und manche haben einfach mit der Droge Probleme, dann auch schlafen auf den Straßen und so weiter. Weil du hast wirklich keine Rechte. Du kannst nicht mal zum Arzt gehen, du kannst nicht arbeiten. Also gar nichts, du bist hier Luft. Du bist hier Luft. Ich bin froh, dass ich hier bin, hier eingezogen bin. In der alten Wohnung habe ich ja nichts gehabt. Gar nichts. Da wurde ich beklaut. Da habe ich, eine Tür gehabt, ohne Schloss, ohne gar nichts. Leute schlafen in Baracken und Leute schlafen unter der Brücke. Du kannst mit einem, ich habe der eine, also für mich sind das Deutsche wie ich auch, und mit dem kann ich kein normales Gespräch führen. Das funktioniert nicht. Was willst du mit den anderen reden hier, mit denen, wo auch abgeschoben worden sind? Da gibt es Tage, da unterhalten wir uns und dann gibt es Tage, da schreiben wir uns gegenseitig an. Weil dann wieder die Frage kommt, was ist gerecht, was ist nicht gerecht. Was heißt das? Ja, der andere zum Beispiel hat sich damit abgefunden. Der lebt seit 4 Jahren hier. Der sagt, finde dich damit ab. Und ich sage, nee, will ich ja nicht. Ich will dagegen kämpfen. Und er sagt, nee, es gibt keine Gerechtigkeit. Und dann sage ich, doch, du musst die Gerechtigkeit erkämpfen. Du musst dann, wenn da nicht, musst du deine eigene Welt aufbauen. Das, was ich gemacht habe in Deutschland. Du musst alles abschalten. Es kann doch nicht sein, dass wenn du irgendwo hingehst, dass sie sagen, nee, geht nicht. Und dann kannst du gleich den Baum nehmen und dich aufhängen. Aber ich will nicht. Ich will nicht den Gefallen der anderen tun und sage, jetzt bringe ich mich um, weil ich jetzt traurig bin. Nee, will ich nicht. Ich will jetzt noch einmal kämpfen. Ich habe jetzt die letzten 4 Monate nichts gemacht. Aber jetzt will ich nochmal kämpfen und nochmal versuchen. Und wenn ich jetzt nicht für mich es nicht schaffe, dann vielleicht ja, für die anderen dann. Vielleicht, dass man sagt, hey, pass mal auf, das stimmt was nicht, was in Deutschland abgeht. Auch die ganze Abschiebung. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Leute abgeschoben sind. Es ist seit 20 Jahren so, dass wie in Kristallnacht, dass Leute einfach überfallen werden zu Hause. Manchmal stehen sogar Polizisten draußen. Wird das Haus umsingelt. Und dann gehen sie rein und hast du gerade mal 1 Minute Zeit, deine Sachen zu packen. Manche werden auf den Boden geworfen. Das ist krass. Aber
Dann heißt es immer, ja, aber, es gibt immer das immer, aber. Ja, aber dann macht das alles, wenn ihr Leute abschieben wollt, dann macht das alles gerecht. Auch menschenwürdig. Es steht auf der erste Grundgesetz doch. Mensch, also, ja, die Würde eines Menschen ist unantastbar. Dann beachtet es doch einfach. Dann sagt doch zu der Familie, wir schieben euch ab, so und so, so, bitte rüber. Menschenwürdig. Und wenn die hier abgeschoben werden, dann, keine Ahnung, und wenn die nicht die Möglichkeit haben, sich hier zu registrieren, oder man hat nicht die Möglichkeit, irgendwie medizinische Versorgung, dann kommt er wieder zurück. So einfach ist das. Und nicht einfach nur so einfach den Schicksal überlassen und sagen, hier, schaut mal, wie ihr klarkommt. Ja. Und als ich hier ankam, habe ich auch gedacht, okay, Deutschland sagt, dass ich die serbische Staatsangehörigkeit habe, dann habe ich gedacht, es dauert ein, zwei Wochen, ein, zwei Monate, dann ist das Ding durch. Und dann habe ich erst gemerkt, okay, scheiße, ich habe ein Riesenproblem. Ich bin krank, ich habe Angst, dass ich mein Amt verliere oder irgendwie, keine Ahnung, ich komme ins Krankenhaus, ich werde nicht beachtet. Ich kann die Sprache nicht, wie soll ich dem erklären, dass ich am Amt verletzt bin, wie soll ich ihm erklären, dass ich die Krankheit habe. Ja, es ist... Ja, man hat ja nichts hier. Man darf sich auch keine Hoffnung machen, weil jede Hoffnung, die man sich hier gemacht hat, die geht von heute auf morgen wieder weg. Und Hoffnung ist der größte Feind hier. Also für mich geworden. Weil öfters hat man Hoffnung und dann kommt irgendein Gesetz oder irgendein Mensch. Irgendein Mensch bestimmt immer dein Leben. Das finde ich so krass. Ja. Wenn man wenigstens hier eine humanitäre Hilfe hat oder ein Asylheim oder eine Anlaufstelle hat, wo man sich hier informieren kann, wo man sich hier beraten kann. Oder wo man hier sagt, okay, hier kriege ich schon hier einen Papierausweis oder irgendeinen Ausweis, wo man ausgestellt bekommt von einer Serbischen, nicht von den Deutschen, sondern von den serbischen Behörden, sagt hier, wir haben dich hier registriert oder wir haben dich hier aufgenommen, du kannst damit arbeiten gehen oder nicht unbedingt, aber zum Arzt gehen oder dich hier behandeln lassen. Ich sag zu deiner Polizeibehörden, weil die sind dafür zuständig, ob du hier den serbischen Staatsangehörigkeit bekommst. Ich sag auch so, denn hier, ich habe meine Krankheit übersetzen lassen, auf Serbisch, bitte nimm das mal einmal entgegen. Heißt es ja, nee, brauchen wir nicht. Ja. Also keine Perspektive. Nee, ich hasse das Wort, wenn ich ehrlich sein will. Also, du wärst auch hier so ein dummer Mensch, du wärst hier geistlich, du wärst hier nicht gefördert oder sonst irgendwas. Ich meine, ich mache mir ja gerne Gedanken drüber, über die Welt und über Gott und weiß Gott alles so, über Sinn des Lebens. Aber es gibt ja immer nur das eine, und das ist halt die Ungerechtigkeit. So, es macht ja keinen Spaß mehr, sich Gedanken drüber zu machen. Und dann zur Zeit mein bester Freund wieder die Depressionen, wenn ich ehrlich sein muss. So. Aber es hält mich noch am Leben. Also solange ich an Selbstmordgedanken habe, bin ich noch am Leben. So. Es ist noch gut alles. Ja. Oder ich habe meine Freunde gehabt um mich. Ich habe mich gut gefühlt, wenn ich meine Freunde gehabt habe. Ich wusste, dass ich jemand bin. Aber hier kann ich vergessen. Ein Fußballer, Fußball ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Und das haben sie mir weggenommen. Fußball konnte ich beweisen, dass ich kein dummer Mensch bin. Ich konnte Leute helfen. Ich konnte Jugend integrieren. Ich habe sogar Leute aus der Straße geholt. Flüchtlinge habe ich von der Straße geholt, weil ich das so, ich liebe das. Ich habe es so geliebt, weil ich bin ein richtig alter Fußballer noch. Einer von der alten Straße so. Das Fußball verbindet, da gibt es keine Religion oder sonst irgendwas, Ausgrenzung. Da ist man Fußballer, da lebt man zusammen. Und das Geile ist, wenn man sich nicht leiden kann oder keine Ahnung, wenn man sich dann irgendwie, keine Ahnung, dann gibt man sich da und das Ding ist durch. Durch Fußball, so. Man zeigt sich dann, ja. Und ich konnte mich da beweisen, ich konnte zeigen, was ich drauf habe. Als Spieler und als Trainer. Ich bin auf die Straße gegangen, habe Leute vom Sportplatz rausgeholt, vom Bolzplatz und so weiter.
Und die Fehler, die ich gemacht habe, wollte ich weitervermitteln, weil ich dann gemerkt habe, gut, ich weiß immer davor, habe ich schon gemerkt, als ich, in jungen Jahren habe ich gewusst, Fußball ist mehr als nur Fußball, das ist Leben. Aber das wollte ich vermitteln an den Jugend. Weil die Jugend ist ja nicht mehr so wie früher. Das ist eine ganz andere Generation. Ich habe auch ein paar Leute bei mir in einem Fußballverein gehabt, die Schule nicht ernst genommen haben, die in Schule abgebrochen haben. Da habe ich auch ein oder andere motiviert, dass er in die Schule geht. Dass er mal ab und zu mal doch etwas mehr schlucken, also mehr ertragen muss und nicht so ein Holzkopf sein muss wie ich. Weil es bringt nichts, seine Meinung zu sagen manchmal. Und das haben sie mir weggenommen. Das war das, was mir eigentlich noch im Leben zu mich am Leben gehalten hat, die letzten 4 Jahre. Und ich habe auch gesagt, ich habe keine Lust mehr, mich so wieder zu beweisen. Ich weiß, ich kann mich hier nicht durchsetzen. Wir können jetzt zur Polizei gehen, die werden dir nichts geben. So, oder die werden mir nichts geben. Aber ich weiß auch, dass ich hier vor Ort nichts ändern kann. Aber ich weiß, dass Deutschland, auch wenn sie uns abgeschoben haben, dass sie immer noch für uns verantwortlich sind. Das kann nicht sein, dass sie uns einfach abschieben und sagen, hier seid ihr. Aber dann gehen sie irgendwo nach Osten und kämpfen und verpflegen andere mit irgendwelchen Waffen, nur um da irgendwie Demokratie durchgesetzt wird. Aber hier, was ist hier mit uns? Wo haben wir hier Demokratie? Wo haben wir hier unsere Freiheit? Und da ist Deutschland verantwortlich. Egal wie, was war in Deutschland, ob wir uns jetzt darum gekümmert haben, ob unsere Staatsangehörigkeit oder sonst irgendwas. Aber da muss Deutschland das Asylgesetz komplett ändern. Die müssen, wenn Deutschland nicht beachtet, wenn Deutschland einige Asylgesetze nicht beachtet, dann passiert es genau mit den Afghanen, mit den Assyrien und so weiter, passiert es gleich genau so wie mit uns. Weil dann hat Deutschland das Problem nach 20, 25 Jahren wieder. Ja, so viel von Luca. Das, was er meinte, dass er sich quasi die Hoffnung verbietet, weil die ihm vorgaukelt, eine Perspektive zu haben, das kommt auf jeden Fall rüber. Aber du wirst ja auch nicht müde zu betonen, dass es sich bei Lukas Schicksal, wenn man das mal so nennen will, um keinen Einzelfall handelt, ne? Nein, absolut. Einerseits das hat Luca auch sehr gut dargestellt am Anfang, wie viele Leute man auch unter der Brücke trifft, die unter der Brücke leben und ähnlich perspektivlos, hoffnungslos den Drogen verfallen, zum Teil ihr Dasein fristen. Und das ist aber ja nur eine Gruppe, die wir heute betrachten, und das ist sehr vordergründig. Dagegen kann man noch eine ganze Menge an Eingruppierungen sozusagen stellen, wo man betrachten kann, sind ja nicht alle Abgeschobene so lange in Deutschland vorher geblieben oder haben so lange vorher in Deutschland gelebt, sondern es gibt ja auch viele, die in informellen Siedlungen leben, so nennt man das, informelle Siedlung, da kann man sich jetzt mal so umgangssprachlich formuliert eine Art Slum vorstellen, in den wir uns auch als Gruppe relativ häufig reinbewegen, und um da jetzt gleich mal mit einem Vorurteil aufzuräumen, da braucht man keine Angst haben, da merkt man relativ schnell, okay, man kann da auch mal sein Handy jemandem zum Telefonieren weitergeben und kann sich sicher sein, dass das wiederkommt. Ja, in den Siedlungen findet man relativ viele sehr handwerklich begabte und kreativ gebaute Hütten, Baracken aus Wellblech, Pappe, Metall, allen möglichen Müll, den man sich so erdenken kann, wo die Leute kreativ werden mussten, um überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben. Es ist relativ unerträglich, in vielen dieser Hütten drinnen zu leben, vor allem im Winter, wenn der Ofen an ist, weil es dann sehr stickig wird durch den Qualm. Meist müssen die Leute in vielen Situationen ohne Strom, ohne Wasser, ohne sanitäre Anlagen auskommen, mit Kindern. Und selbst in diesen Siedlungen werden die Leute vertrieben. Es gibt etliche Berichte, wo Regierungen vorhat, die Siedlung mit Bulldozern etc. zu räumen, weil es einfach nicht erwünscht ist, vor allem wenn sie im Stadtzentrum sind, diese Siedlung vor Augen zu haben. Und dadurch erfolgt wieder eine Verdrängung an den Stadtrand, wo die Leute wiederum dann nicht mehr ihre alltäglichen Verdiensten nachgehen können durch Müll sammeln, Flaschen sammeln, Schrott sammeln etc., weil am Stadtrand gibt es einfach weniger Müll,
von dem die Leute dann leben und gerade so ihre paar Cent zusammenkratzen, um zu essen. Das vielleicht als kurzer Einblick, das ist mit Bildern vielleicht noch ein bisschen eindrücklicher, die kann ich jetzt hier schwer zeigen, aber ich wollte das nur noch mal abgrenzen dazu, dass es natürlich auch noch eine viel größere Vielfalt hat, das Thema, als das, was wir jetzt beleuchtet haben die letzte Stunde. Und bei diesen informellen Siedlungen, nehme ich an, handelt es sich auch oft um Roma-Siedlungen. Und dann ist es ja natürlich schwierig, da von sicheren Herkunftsländern zu sprechen, wenn diese Menschen unter den Bedingungen leben, die du eben erläutert hast. Oder wie würdest du das einschätzen? Ja, definitiv ist das meine Haltung und nicht nur meine Haltung dazu, dass sich das vor allem für die Gruppe der Roma nicht um ein sicheres Herkunftsland handelt und alle anderen angrenzenden Balkanstaaten auch nicht. Das muss man einfach so festhalten, wenn man vor Ort ist und sich den Eindrücken hingibt. Da kann man meines Erachtens gar nicht zu einer anderen Einschätzung kommen, wenn man den Leuten wirklich ernsthaft zuhört und die Sachlage wirklich ausführlich betrachtet, in Kombination mit allem, was wir angesprochen haben, medizinische Versorgung, Arbeitslosigkeit, Zugang zu Bildung, zu überhaupt auch politischer Partizipation. Die Leute sind strukturell sehr ausführlich und weitgehend ausgeschlossen, werden diskriminiert an vielen Ecken und Enden und auch im Alltag. Dazu wird die Jelena jetzt im Anschluss auch nochmal ausführlicher eingehen und vor allem aus einer viel intensiveren Expertise. Willst du dann kurz nochmal zu der Person Jelena was sagen, wer das ist? Ja, Jelena ist auch eine sehr herzliche und vor allem engagierte Frau, die vor Ort schon nahe dem Aktivismus sich den Geflüchteten und, so wie man das so schön nennt, Rückkehrern widmet und sich ihrer Schicksale hingibt und sie an allen Ecken und Enden, wie es ihr möglich erscheint, versucht zu unterstützen. Sie arbeitet bei der Caritas in einem Projekt der Rückkehrerberatung und hat über die letzten Jahre über 1500 Klientinnen durch ihr Büro laufen, sehen und beraten. Deswegen kann sie aus einem enormen Erfahrungsfundus schöpfen und da vielleicht noch mal viel fundierter auch Beispiele anbringen, wie die Situation ist und das auch noch mal aus ihrer Perspektive einschätzen. Ist das ein sicheres Herkunftsland oder nicht? Ja, vielen Dank. Dann würden wir jetzt Jelena das Schlusswort überlassen. Wir wollen uns schon mal bei dir bedanken und dir jetzt noch mal die Möglichkeit geben, vielleicht auch noch selbst noch ein paar Sätze zum Abschluss zu sagen, was dir vielleicht an der Thematik noch wichtig ist. Ja, auch euch ein großes Dankeschön, dass ihr mich eingeladen habt und mir die Möglichkeit hier bietet und vor allem den Leuten eine Plattform, ihre Geschichten weiterzuerzählen. Das ist tatsächlich die Hauptmotivation, die wir auch an den Reisen haben, in welcher Form auch immer. Und dass das jetzt hier klappt, das freut mich sehr. Und ich hoffe auch allen Hörerinnen und Hörern hat es einen kleinen Einblick geben können in eine ganz andere Welt, die aber irgendwie auch doch gleich um die Ecke scheint. Und das Schwierige bei der Thematik, finde ich, ist, dass, wenn man darüber redet, die Leute nicht so ganz fast schon selbst depressiv bedrückt zu hinterlassen. Es macht wenig Spaß, darüber zu reden. Und es gibt, glaube ich, immer relativ fix den Impuls, vor Armut und Elend die Augen zu verschließen und sich wegzudrehen. Deswegen finde ich es manchmal wichtig, da auch ein bisschen in die Wunde zu drücken und zu sagen, das ist die Wirklichkeit und da ist auch nichts überdramatisiert. Dennoch will ich gerne mit einem Appell enden, auch wenn das vielleicht jetzt schwierig ist einzuordnen, aber meines Erachtens gibt es bei jedem Fall, bei allen Leuten, die ihr trefft, auch irgendwie immer Möglichkeiten, den Leuten zu helfen. Und sei es erstmal nur das offene Ohr und den Leuten gegenüber das Gefühl zu geben, sie sind nicht alleine auf der Welt. Und da gibt es noch jemanden, der registriert, dass es mir scheiße geht und hier eine riesengroße Ungerechtigkeit passiert. Deswegen, falls ihr Leute trefft, vordergründig wird das in Deutschland sein, sprecht sie an in dem Rahmen, in dem es euch möglich ist, unterstützt sie, sucht euch auf jeden Fall Unterstützung durch Beratungsstellen, da gibt es diverseste Initiativen deutschlandweit überall. Als ein Beispiel, was heute schon ein paar Mal anklang, war der Flüchtlingsrat, den es in jedem Bundesland gibt und dann noch tausend andere Initiativen, wo auch Leute mit rechtlicher Perspektive da sind und euch gegebenenfalls Wege eröffnen können, wie ihr gemeinsam mit den Leuten und am besten selber gut vernetzt den Leuten unter die Arme greifen könnt und irgendwie für Perspektive gegebenenfalls sorgen.
Also verschließt die Augen nicht, wenn ihr Leute trefft, denen es schlecht geht, aufgrund der Thematik, die ich euch gerade näher bringen wollte mit meinen Mitrednerinnen, sondern versucht einfach ganz klar den Leuten zu helfen an allen Ecken und Enden, wie es euch geht, in euren Möglichkeiten, weil, und das ist mein Schlusswort, das ist kein sicheres Herkunftsland, egal was Medien erzählen oder was man für Eindrücke von schönen Reisen auf dem Balkan gewonnen hat. Nein, es ist kein sicheres Herkunftsland und erst recht nicht für die Gruppe der Roma. Danke dir, Clemens, und dann kommen wir jetzt zu Jelena. Danke euch. Ja, also die Situation hat sich also wesentlich, mindestens von meiner Sicht aus, also ziemlich verschlechtert. Mhm. Also es werden Menschen zurückgeschoben, die wir absolut in keiner Weise hier registrieren können. 30% der Obdachlosen in Belgrad sind gemäß den Angaben von ADRA, Serbien, ehemalige oder Rückkehr. Und es ist eigentlich ziemlich schwierig geworden, mit dieser Gruppe zu arbeiten, weil eben, wie gesagt, all die, die mit einem europäischen Reisedokument zurückkehren und nicht Papiere haben, es wirklich wahnsinnig schwierig haben, hier registriert zu werden. Und Wohnsitzanmeldung ist bei uns so A und O von Integration, also auch in Bezug auf die Sozialleistungen, auf Bezug auf legale Arbeit. Man kann ohne einen Personalausweis nicht arbeiten, und der Personalausweis kriegt man nur, wenn man wirklich auch eine Wohnsitzanmeldung hat. Politischer Wille besteht überhaupt nicht, also man hier, dass man irgendwie auch die Gesetzesordnung irgendwie ändert, weil sobald man die Grenze mit diesem Einwegreisedokument überschritten hat, gilt das nicht mehr als Identifikationsdokument. Und das heißt, diese Menschen können auf keine Weise irgendwie ihre Identität nachweisen. Und dann habe ich das Gefühl irgendwie, da kommen Menschen aus Deutschland hier einfach in ein großes Gefängnis, das so groß ist wie unser Land momentan oder nicht mal so groß wie das ganze Land. Und das ist dann schwierig. Und wir haben auch solche Klienten, die haben einen Geburtsurkunde, die haben ein Matitschnibräu, die haben Staatsangehörigkeitspapier, aber die haben keine Anmeldung. Mhm. Und die Polizei gibt es ihnen schlicht und einfach nicht. Mhm. Es besteht irgend so ein Gesetz, dass für Rückkehrer eigentlich, dass sie sich auch in einer anderen Gemeinde anmelden könnten und dann vorläufig die Adresse vom Sozialdienst bekommen. Aber bei uns gibt es sowas wie interne Regulationen, die immer dann irgendwie älter sind als das Gesetz. Und da sagt einfach die Gemeinde, nee, wir haben intern beschlossen, dass wir das nicht machen. Das machen wir nur für alte Menschen, die unbeweglich sind und vielleicht in irgendeinem Heim auf unserem Gebiet leben. Oder für ganz junge Kinder, die keine elterliche Sorge haben. Also ich behaupte, für die Roma-Bevölkerung ist keines der Balkanländer ein sicheres Land. Und warum nicht? Weil sie wirklich Diskrimination erfahren auf jedem Schritt und Tritt. Ich habe heute Morgen mit einem Sozialdienst gesprochen. Wir haben eine 18-köpfige Roma-Familie, die unter einer Eisenbahnbrücke in Novi Beograd lebt. Dreijähriges Kind wurde sexuell missbraucht, hat Probleme beim Stuhlgang, massiv. Und die Polizei ist einmal rausgekommen und niemand hat sich darum gekümmert. Wir konnten den Sozialdienst, den staatlichen nicht dazu bringen, die Familie zu besuchen. Wir wollten mitgehen. ADRA, Ian ist International Aid Network, und Caritas Serbien haben solche Berichte geschrieben an den Sozialdienst. Nein, sie haben den Vater vorgeladen, die haben gesagt, wir nehmen ihnen halt dann die Kinder weg. Und er hat gepackt und ist jetzt in eine andere Ortschaft in Vojvodina mit den Kindern gegangen.
die Frau ist hochschwanger hier im Spital, also im Krankenhaus in Belgrad, mit dem 14. Kind. Wir können nicht mal das Geld beschaffen, damit sie sich, obwohl sie will, sterilisieren lassen kann. Nach 14 Kindern. Und massiven Rückenproblemen. Wir können nicht mal einen Kaiserschnitt für sie bezahlen, weil eben für eine Roma, also die ist, ja, sie hat ja schon 13 geboren. Das sind so Sachen, die sie, und einfach, alle Kinder sind krank, alle Kinder haben irgendwelche bakterielle Hautentzündungen, Krätze und Läuse sind, das wird schon nicht mehr als überhaupt als Problem betrachtet. Und ich höre immer wieder, ja, das ist so üblich bei den Roma. Und was machen wir mit jemandem, der nicht legal arbeiten kann, der sich nicht mal ein Zimmer mieten kann, der kein Geld bei der Western Union abholen kann, der kein, also der, was machen wir mit, es sind einfach zu, die Situation ist einfach so, dass das alles zu lange dauert, die Menschen werden kriminell, notgedrungen fast manchmal, und da meine ich nicht, da geht es nicht so viel um Stehlen, wie viel um illegal arbeiten, mit illegalen Leuten in Kontakt treten, die dann vielleicht sie auch bitten, mal was zu machen, was wirklich nicht legal ist und so Sachen. Und am meisten haben wir eigentlich Schwierigkeiten mit alleinstehenden jungen Männern, die zurückkehren, die zu 90% zur Roma-Bevölkerung gehören, denen man sowieso jetzt so auf unseren netten Straßen, ich glaube, dass sie nicht mal Roma sind, weil sie nicht Serbisch sprechen, dann sprechen sie Deutsch, dann denken die Menschen, dass sie, ich weiß nicht, Afghanistan oder Pakistan oder eben in der Migration hier irgendwie auch stecken geblieben sind, und es ist einfach nicht, also es ist nicht gut. Also es ist schwierig auch zu arbeiten. Ich finde es sehr problematisch, dass die Frage so gestellt ist, ob die Person Anrecht auf die serbische Staatsangehörigkeit hat und nicht, ob die Person die serbische Staatsangehörigkeit habe. Weil das ist ein großer Unterschied. Weil Anrecht hat er grundsätzlich auch, sich Lotto einzuzahlen und 7 Richtige zu bekommen. Also die Chancen sind manchmal die gleichen. Mhm. Wir haben zum Beispiel einen anderen Rückkehrer, der wurde nicht registriert in Italien geboren. Also das heißt, er ist nicht in einem System erfasst worden, seine Geburt, also weil er nicht im Krankenhaus zur Welt kam. Seine Mutter ist mit ihm weitergezogen nach Deutschland, ist in der Zwischenzeit in Deutschland verstorben, in Essen begraben worden, und er wurde zurückgeschickt nach Serbien. Wir können nicht mal beweisen, dass er besteht, außer physisch, dass er wirklich da ein Mann ist. Aber alles andere. Wir können nicht den Bezug zu seiner Mutter herstellen, weil sie liegt 6 feet under in Essen. Und da müsste man wirklich eine DNA-Analyse machen und den Bezug, er hat keine anderen Verwandten, niemand. Und wo fängt man da an? Also wirklich, und er ist mit so einem grünen Zeug, ich sage immer den grünen Blatt, A4 zurückgekehrt, das nicht als Identifikationsdokument. Man hat nicht hier überprüft in der Polizei, als man diese Bestätigung gab. Die Bestätigung haben wir gefunden in der Zwischenzeit, eben auch hier, dass man hat nur nachgefragt, man hat dort hingeschrieben, eben Deutschland schickt keine Dokumente. Deutschland fragt für XY von der Mutter YY. Unsere überprüfen YY, ja, sie ist bei uns eingetragen als Staatsangehörige. Nach unserem Recht hat er von der Herkunft her Anrecht. Aber dabei wird nicht nachgefragt, gibt es einen Beweis, dass er ihr Sohn ist? Das Erste, was ich machen muss, wenn sie zurückkehren, ist eigentlich
ihnen zu erklären, dass es jetzt sehr viel mehr von ihnen selbst abhängt. Dass sie sich ihre Rechte in diesem Land holen können, dass sie sie nicht bekommen, einfach so, sondern dass man wirklich darum kämpfen muss, dass sie allein Verantwortung übernehmen müssen. Bei uns ist die Anmeldung so der heilige Gral. Man muss beweisen, dass man da für immer und ewig leben bleiben möchte. Aha. Und das kann man ja nicht in einer Notunterkunft. Und man könnte es auch nicht über eine Organisation, also in Deutschland geht es zum Beispiel, dass man sich über eine Organisation auch anmeldet. Nein, bei uns geht das nicht, eben nicht. Man kann auch keine längerfristig, also ich habe zum Beispiel die meisten meiner Freunde, die nicht bei ihren Eltern leben oder sich hier in Belgrad eine Wohnung gemietet haben oder leben schon 20 Jahre in einer Mietwohnung, sind noch immer bei den Eltern angemeldet. Weil man sich eben nicht in einer Mietwohnung anmelden kann. Das ist keine feste, das sind so Relikte aus der sozialistischen Zeit. Das sind wirklich so Sachen. Und man eine Wohnsitzbescheinigung zu bekommen, ist viel schwieriger als alles andere. Wir haben zum Beispiel einen mittlerweile 20-jährigen Jungen, der war 18, als er zurückkam. Seine Eltern sind in Deutschland geblieben. Er kam hier zu seinem Onkel vaterseits, der ein Haus hat, Eigentumswohnung, also Eigentumshaus. 6-mal wurde er in der Polizei abgewiesen, weil eben er da nicht dauerhaft bleiben will, weil seine Familie in Deutschland lebt. Und das will man machen. Sind das wirklich schwierige Fälle? Wir haben einen hier, der kam aus Sachsen, aus Leipzig. Der ging als Gastarbeiterkind 1970 mit seinen Eltern als 5-jähriges Kind nach Hamburg. Seine Eltern haben dann für die Deutsche Bahn gearbeitet. Hier haben sie für die jugoslawische Bahn gearbeitet. Bahn. Seine Mutter ist Kroatin, sein Vater war Bosnier. Sie haben sich in Nisch kennengelernt und dort haben sie eben Schein bekommen. Und er wurde nach 48 Jahren nach Serbien abgeschoben. Aus Sachsen. Er wuchs in Hamburg auf. Sein Vater starb eigentlich noch in den 70ern. Er hatte so eine komische, pathologische Verbindung zu seiner Mutter. Er hat eigentlich nie, also er war auch straffällig, also, aber es waren so Autos knacken und so Sachen. Und hat vielfach dann, also dann war er mit der Mutter, als die Mutter noch lebte, als die Mutter starb, als er eben im Gefängnis war. Und dann ist er auch mental erkrankt und ich fand ihn hier vor der Türe und der schlief da vorne. Dann haben wir ihn eben, wussten ja nicht was, und dann haben wir eben doch, das war am 17. November 17, er ist immer noch in Bella Park. Ich schicke ihm jeden Monat 2000 Dinar für die Medikamente, weil er hat Epilepsie. Nichts hat sich getan. Und ich habe auch keine, das ist das Schwierige und Frustrierende, ich habe auch keine Idee, was wir mit ihm machen können. Er ist, spricht sehr gut Deutsch, also ziemlich gut Deutsch, er ist ja dort aufgewachsen. Aber grundsätzlich weiß ich nicht, wie wir ihm helfen können. Wir haben im Kloster nachgefragt, also serbischen Kloster. Die wollen ihn nicht aufnehmen, weil er eben kroatisch-bosnischer Herkunft ist. Das sind so die Balkangeschichten. Auf der anderen Seite sehe ich keine andere. Wir dachten, vielleicht ein kleineres Kloster könnte ihn nehmen, er könnte dort reparieren, das hat er gelernt, also kann. Ein bisschen, also er hat eine Ahnung davon und er kann vielleicht er braucht keinen Lohn, er braucht einfach eine Schlafstelle und Essen und ein bisschen für Zigaretten oder was auch immer. So, die Kinder werden nicht in die Schule zugelassen, wenn auch mal Kinder zugelassen werden, da haben die irgend so einen serbischen Patrioten, der sich wehrt, dass ein Kind nicht da Läuse bekommen soll und so weiter und so weiter. Also das sind so Sachen, die sind so gang und gäbe.
Und dann bleibt es auch irgendwie, dass die Kinder nicht regelmäßig in die Schule gehen, dass die Kinder dann wieder in dieselbe Situation kommen wie die Eltern, dass die Kinder dann wirklich das wieder nachmachen. Also es sind so wie Familienmuster, die sich wie immer wieder wiederholen. Und dann haben sie einen Obrenovac in 15, der da, oder 14, der da die Häuser überschwemmt, und dann haben sie nicht mal wohin zurück. Und ein großer Teil hat dort gelebt, mindestens von den Roma, die in Belgrad und Umgebung leben. Also ich glaube, es ist wirklich schwierig. Es ist auch schwierig deshalb, weil die Menschen nicht Serbisch sprechen. Vielfach sprechen die Kinder eben kein Serbisch. Es ist ein Problem, den Serbischunterricht für sie auch zu organisieren, weil sie eben zerstreut leben. Also ich bin jetzt dran, mir irgendwas auszudenken für Mari Leskovac, mindestens für die, die zum Beispiel auch ihr Deutsch nicht verlieren möchten. Ich finde, es wäre schade, also von dem her bin ich so am Schauen. Aber es sind selten so Fälle, wo wir wirklich auch Klassen machen können. Sie kommen ja überall zurück. Und da kann man einfach finanziell das nicht organisieren. Man hat es mit den Migranten gemacht, aber man hat 17 Zentren in Serbien. Wir sind auch sehr viel auch in diesem, also Caritas macht auch viel in diesem Bereich. Aber das war kein Problem. Wir hatten 17 Serbischlehrer, die wir in die da engagiert haben, und die gingen jeden Tag. Und das war kein Problem, dass man in 3 Monaten die kleinen Syrer, Afghanen und was auch immer, so weit gebracht hat, dass sie eingeschult werden können. Und für unsere Staatsangehörige, die ich mindestens finde, dass sie unsere sind, findet der Staat wirklich nicht die Mittel oder auch nicht den Willen, die Kinder auf Vordermann zu bringen, dass sie mindestens in der Schule dann integriert werden können. Man nimmt hier den Leuten wegen Armut manchmal die Kinder weg. Weil man sagt, okay, du kannst nicht nach deinem Kind sorgen, weil du nicht genug verdienst, damit er wirklich alles bekommt, was er bekommen kann. Also man schreibt es ein bisschen, man sagt nicht wirklich wegen der Armut. Und dann, eine Pflegefamilie kriegt 23.000 pro Kind. Würde man diese 23.000 den Eltern geben, würde es ausreichen, damit sie leben könnten. Und da fragt man sich, also ich meine, da nimmt jemand das Kind mir weg und gibt es jemandem anderen und gibt ihm das Geld, das ich eigentlich, mit dem ich auch zurechtkommen würde. Vielfach haben wir auch Schwierigkeiten, zum Beispiel, wenn es zu Trennungen in den Familien kommt. Also das sind auch ganz schwierige Fälle, weil wir können die Kinder eigentlich ohne die Zustimmung des anderen Elternteils nicht registrieren lassen. Das sind auch so Fälle. Wir haben jetzt zum Beispiel eine vierfache in der Zwischenzeit, seit dem 4. März, vierfache Mutter, allein sie hat, ihre letzten 2 Kinder sind von einem afghanischen Flüchtling aus Deutschland, der ist dort geblieben auch, momentan ist er noch immer in Deutschland, und sie ist taubstumm, also sie ist schwer Gehör, also bestätigt, und sie lebt allein mit den Kindern. Und das ist auch so eine, wie integriert man eine Frau, die nicht gut hört, die 4 Kleinkinder wirklich hat, von 3 verschiedenen Männern, teilweise auch verheiratet gewesen. Jetzt gelten auch diese 2 Jüngere als eigentlich nach dem Gesetz noch Ehemann, den wir nicht irgendwie finden können, damit er überhaupt kommt und sagt das. Also dass da irgendwelche Prozedere, also Vaterschaftsaberkennung oder wie das heißt, gemacht werden kann. Solange das nicht geregelt ist, kriegt sie kein Sozialgeld, weil sie eben, weil subsidiär eigentlich der Ehemann zuständig wäre für die Unterkunft seiner Familie. Solange seine Situation nicht da irgendwie klar ist, kann sie das nicht machen. Kann sie keinen bekommen. Sie kann nicht arbeiten mit so vielen Kleinen. Jetzt hat sie einen Säugling von nicht mal einer Woche. Das ist das Schwierigste, dass ich habe. Vielfach, wenn die Kinder dort geboren werden, werden sie nach dem Vatersnamen eingetragen, obwohl die Eltern nicht verheiratet sind. Und man überprüft sowas nicht, und dann haben wir dann ein Problem, weil das, wenn der Vater irgendwo wieder weg ist, dann kreist das Kind irgendwie anders und die Mutter kann es nicht registrieren, und dann das sind so schwierig, und das
solche Schwierigkeiten sind immer dann ein Jahr, ein halbes Jahr, eineinhalb Jahr. So. Es ist nicht etwas, was man in zwei Wochen regelt. Das ist Lobbyarbeit eigentlich. Und ich finde, gerade bei den Roma, die so viel Diskrimination erfahren, müsste man eigentlich nachsichtiger sein und sie nicht mit EU Lässe, Passe in den Balkan schicken. Sondern gerade, weil man weiß, dass sie hier auf Diskrimination in den Ämtern kommen, darauf bestehen, dass das serbische Konsulat ihnen serbische Lesepasse ausstellen lässt. Das wäre schon zum Beispiel ein Schritt, wo man sagen kann, sie werden immer noch diskriminiert oder immer noch zurückgeschickt. Aber vielleicht braucht man ein bisschen mehr Zeit, damit man mindestens ihnen im Staat ein bisschen hilft, dass sie als Personen anerkannt werden, dass sie nicht unsichtbar bleiben, rechtlich gesehen. Ihre Kinder. Ja, von offizieller deutscher Seite wird ja gesagt, wird ja gar nicht davon ausgegangen, dass es hier diesen Rassismus in den Behörden gäbe, also oder so eine strukturelle Diskriminierung gäbe, sondern da wird ja eher darauf verwiesen, zum Beispiel, dass Leute ohne Wohnsitz sich im Sozialamt anmelden können und damit auch diese. Das sieht, auf dem Papier steht, es ist für Deutsche manchmal sehr schwer zu verstehen, dass wenn es ein Gesetz gibt, dass der nicht verfolgt wird. Bei uns ist es leider so, dass wirklich interne Regulationen dann einfach jedem Amt das Recht geben, zu sagen, nein, bei uns nicht, vielleicht irgendwo anders, aber es steht so im Gesetz, nein. Und das ist eben, das verlängert das Ganze um 2 Jahre. Irgendwann wird man vielleicht, aber wir haben auch die Mittel nicht, Juristen zu bezahlen, so solche Arbeit zu machen. Also wir haben ein paar Freiwillige, aber wir bräuchten viel mehr. Falls euch die Folge gefallen hat und ihr uns das mitteilen wollt oder ihr andere Anmerkungen oder Feedback habt, schreibt uns gerne über die Internet- oder die Facebook-Seite. Ansonsten vielen Dank fürs Reinhören, bleibt uns treu, bleibt solidarisch und bleibt gesund.